Israelische Streitkräfte haben nach palästinensischen Angaben bei einem nächtlichen Einsatz in der Stadt Jenin im Westjordanland mindestens einen Menschen getötet und einen weiteren verwundet. Das teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mit. Anwohner berichteten, eine Rakete habe ein Haus getroffen. Das israelische Militär erklärte, es habe terroristische Infrastrukturen in Jenin getroffen. Es habe sich bei dem Einsatz um eine umfassende Terrorismusbekämpfung in der Stadt Jenin und dem dortigen großen Flüchtlingslager gehandelt. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Gewalt im Westjordanland hatte in den letzten Wochen zugenommen. Darunter eine Schießerei von Palästinensern in der Nähe einer jüdischen Siedlung, Angriffe von palästinensischen Dörfern durch randalierende Siedler und der seltene Einsatz israelischer Luftstreitkräfte gegen militante Palästinenser.